Streber versus Gangster in Stumble Guys. Im Shop was kaufen. Streber. Also ja, wir haben hier diese Gems, ne? Oder wie heißt das hier? Gems, genau. Diese Juwelen. Also in Englisch nennt man das Gems. Ein englisches Wort, würde ich mal sagen, bevorzugen. Und ich hätte mal gerne hier dieses, wie heißt das hier? Dieses Stumble Tokens, ne? Aber ich weiß ja nicht. Ich war ja gerade auf ein neues Buch. Dieses Buch ist sehr, sehr interessant um die Natur, ne? Ich weiß ja nicht, ob ich das hier für dieses Stumble oder wie heißt das hier? Stumblegeist abgeben soll. Also, Drachen lernen, Bubble. Da! Nein, unnötiges Geld. Ich spare auf mein Buch. Ich spare auf mein Buch. Gangster. Yo, also ich bin dir, Leute, ich bin ganz ehrlich, Bruder, wir werden uns heute richtig fett Stumble Tokens gönnen, Bruder. 300 Euro, mashallah, Bruder. Mashallah, 300 Euro, Bruder. Ich hab Cash, Bruder. Ich hab heute Dings bekommen, Cash, Bruder. Bruder, mashallah, es wird, wallah, es wird gegönnt, Digga. Geld packe ich gleich mal aus, Bruder. Hier für diese ganzen Tokens, Bruder. Dann werden wir auf jeden Fall drehen, Bruder, und Spaß haben, würde ich mal sagen. Und ich würde sagen, wir laden direkt mal 800. Oh, nicht 800, Digga. 300 Euro auf, Digga. Skin-Auswahl. Streber. Ja, also ich bin mal ganz ehrlich. Ich habe hier ganz, ganz viele Skins noch. Ich weiß nicht, ich habe diesen Account von meinem Cousin oder wie man das so nennt, ne? Und ich habe hier viel, ganz, ganz viel Auswahl habe ich hier. Also hier ganz, ganz viel Auswahl. Ich habe auch hier ganz, ganz viele Skins. Mein Cousin hat mir diesen Account gegeben. Und ich bin euch ganz, ganz ehrlich, mir gefällen ganz, nicht diese Skins hier unten. Die sind alle für mich hier bisschen zu, wie nennt man das in dieser heutigen Zeit? So dieses Gangster, diese Gangster, ne? Also das gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Diese Skins hier, das sieht so gangstermäßig aus oder so, ne? Also das gefällt mir gar nicht. Ich würde erstmal einen ganz normalen Mann nehmen. Und das ist hier dieser Mr. Stumble. Mit dem spiele ich jetzt hier. Also der ist perfekt. Würde ich euch alle raten. Gangster. Oha, okay. Ich will jetzt erstmal eine Stumble-Runde starten. Wir haben hier ganz, ganz viele Skins. Aber Bro, ich sag euch ehrlich. Ich habe hier bis legendär. Leider habe ich noch kein Special. Ich werde dafür payen für Special. Aber Bruder, ich feiere diese neuen Skins so richtig. Also ich bin euch ehrlich. Wenn wir zum Beispiel hier... Diese ganz selten, Bruder, das ist doch für Freaks, Amenakolm. Das ist doch für Freaks, Bruder. Schaut euch das an hier. Bruder, wallah, das sieht so altmodisch aus hier, Digga. Alles hier so altmodisch hier. Zum Beispiel dieser Skin hier, Bruder. Was ist das hier? Bruder, Colt Eastwood, Bruder. Das ist hier von Mexiko, Bruder. Dieser Cowboy oder wie man das nennt, Bruder, Amenakolm. So, ich nehme hier einfach, Bruder, ich sag euch ehrlich, ich nehme hier einfach auf entspannten legendären, weil beste Seltenheit. Den richtig geil aus, richtig Baba-mäßig. Hier kann man ein bisschen flexen in den Runden. Und genau, einfach Baba-mäßig, ne? Ich würde sagen, wir nehmen hier diesen geilen Skelett hier. Und wir starten jetzt die Runde. Ich will jetzt erstmal eine Runde starten. Ganz, 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 ganz auf chillig, oder wie man das hier sagt, in dieser neuen Jugendsprache. Also wir starten jetzt erstmal, glaube ich, mal eine Runde, aber ohne Emotes, ne? Oder wie man das hier nennt. Ohne dieses Boxen hier oder dieses Special-Emotes, weil, Bruder, wir müssen hier ganz, ganz fair spielen, Leute, ne? Wir leben hier in einem Jahr 2022 und ich will hier nicht jemanden irgendwie so rausschmeißen oder verletzen, ne? Ich werde hier erstmal keinen Emote nehmen, weil es sich, in meinen Augen ist das hier ein bisschen unfair, ne, im Gegensatz zu den anderen. Okay, wir bekommen jetzt, ich glaube, das, wie nennt man das hier? Ereignis, genau. Okay, ich bin mal gespannt hier. Also ganz, sorry hier, ne, ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, aber ich glaube, ich habe hier einen falschen Stecker ausgezogen hier. Die Runde ist kurz abgebrochen, aber jetzt starten wir die nächste Runde. Okay, da bekommen wir auch wieder die Ereignisse. Und was bekommen wir denn hier jetzt? Wir wollen auch ganz, ganz fair spielen. Ohne Emotes, ne? Das wollen wir. Okay, Pivot-Push. Pivot-Push erreicht die Ziellinie. Okay, warum ist das hier bei mir so am Lägen? Was habe ich denn hier falsch gemacht? Hallo. Warum das hier jetzt so am Spacken ist? Wir wollen aber ganz, ganz fair spielen. Okay, jetzt geht's perfekt. Ich habe hier auch keine Emotes. Hallo, ich will hier ganz fair sein. Hallo. Geh mal nach vorne hier.
wir wollen GGs auch für das GG. Wir müssen ja den Leuten auch. Wir leben in einem Jahr, wie gesagt, 2022 und wir müssen ja auch GG und den Leuten ehren und so, ne? Also wir müssen ganz, ganz freundlich sein hier und ja auch ganz nette Emotes machen, keine Box-Emotes, weil das bringt sich hier gar nichts. Und ich bin hier eliminiert worden, was heißt das? Also ich bin jetzt raus, ne? Uiuiui, ui, ui. Aber Hauptsache wir haben fair gespielt, ne? Ohne diese Box-Emotes. Gangster. Also Leute, ich würde sagen, wir gehen hier ganz entspannt rein mit dem Skelett oder auf Chili-Milli-Basis. Und Leute, wir nehmen erstmal hier diese Emotes hier. Bruder, was ist das hier? Warum habe ich keinen Box ausgewählt? Natürlich Box, Bruder. Wir müssen alles wegboxen hier. Natürlich, Bruder. Wir nehmen jetzt alles hier auseinander, Mann. Hier, Box, alles, Mann. Wir werden das jetzt reinpacken hier. Boxen und diesen Emote, Bruder. Wir brauchen die anderen nichts. Egal, ich schenke niemandem einen Sieg, Mann. Meine Krone, mein Sieg, Bruder. Wir werden jetzt alle wegboxen. Wir werden jetzt alle wegboxen in dieser Runde. Let's go. Okay, Leute, wir starten jetzt die Runde. Wir werden hier ganz, ganz dreckig spielen. Weil, Bruder, was sich so gehört, ich habe unnormale Lags, Junge. Bruder, was denn hier? Okay, die Runde wird jetzt gestartet, Leute. Jetzt schauen wir mal hier. Was bekommen wir denn hier jetzt für eine Map? Okay, okay. Bin mal gespannt hier, Leute. Aber jetzt wird alles rasiert. Ich will hier gewinnen. Wir werden gar nicht fair spielen, Leute. Weil was bringt's dir, Bruder? Ich will die Krone, Mann. Ich will die Krone. Ich werde hier nicht Fairplay machen. Ich werde hier komplett alle wegboxen, Mann. Dass ich die Krone hole, Mann. Let's go, Junge. So, hier, Bruder. Hier, Boxemode hier. Let's go, Bruder. Wir gönnen hier niemanden. Hier, Bruder. Der Arme. Ey, was für Arm, Bruder. Der hat's verdient, Junge. Der hat's verdient, Mann. Hier, boom. Hier, der Nächste weggeboxt, Mann. Hier, so muss das, Leute. So muss das. Wenn man an die Krone ran will, muss man auch dafür was geben. Weil ihr wisst Bescheid, Mann. Also macht das immer so. Box die Leute weg. Oder macht diesen ekelhaften Move hier. Man muss, Bruder, man muss gewinnen, Mann. Du box mich nicht weg. Okay, ich merke mir deinen Namen. Ich werde dich jetzt sowas von wegboxen. Hier, boom, Alter. Oha, oha, okay, okay. Okay, nice, nice, nice. Wir sind jetzt in der Runde drin. Leute, wir haben die einfach alle weggeboxt, Mann. Die sind alle einfach zu schlecht, Mann. Ich bin hier einfach der Krasseste, Mann. Ich bin hier im Ziel, Leute. Ich bin hier im Ziel, Mann. Let's go. Oh nein, Bruder. Walla, Mann. Unfair, Mann. Ich bin draußen, Mann. Ich bin draußen, Mann. Nicht mal Finale geschafft. Okay, als Nächstes, ich werde diese Runden machen und so alle wegboxen, Mann. Bruder, die werden jetzt alle sehen. Wenn ein Angebot drin ist, Streber. Oh, okay, ich habe hier gerade die Runde fertig gemacht und ich sehe hier ein Angebot. Vorteilspaket endet in einem Tag, 5 Stunden und 20 Minuten. Sieht sehr, sehr interessant aus. Also ich würde da mal schauen, aber es kostet 6 Euro minus 51% reduziert. Ich muss mal kurz ganz, ganz rechnen hier, ob das sich überhaupt lohnt. 51%, wir holen mal einen Taschenrechner raus. Und schauen mal hier, tippen ganz, ganz fest auf den Tastenrechner. Oder ich rechne das mal kurz im Kopf. 11,99, 5,99. Also da müsste schon noch 1% reduziert werden, ne? Dass es fair ist. Also 5,88 Euro. Müsste dann hier der Preis sein, ne? Also ich hole mir das Angebot nicht, ne? Weil das hier eine falsche Rechnung ist hier beim Vorteilspaket. Gangster. Oha, Urlaub. Okay, ganz, ganz entspannt, Bruder. Ey, wir gönnen uns das auf jeden Fall, Bruder. Wir tippen jetzt drauf. 10 mal wert, Bruder. Alter, 6 Euro, Mann. 6 Euro für so ein geiles Paket, Mann. Die wird jetzt unnormal gegönnt. Let's go. So, Leute, das war's jetzt mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal Daumen nach oben da lassen. Für mehr solche Videos. Mir ist auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht. Dieses Video sollte auch niemanden irgendwie verletzen oder so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns. Haut rein. Hashtag DevArmy. Und Leute, meine Stimme ist abgekackt, ne? Ich sag's euch. Haut rein und ciao.